Tasche. Ja, aber wenn er keine hat, dann kann er die Strecke nicht kennen. Was eine Argumentation. Naja, ich bin super. Scheiße. Mal so nebenher Upsi. Das war der Dunlop-Fahrer. Ich meine, gut hier, Entschuldigung. War. Was mir so mal auffällt, dass diese Dinger hier Bremslampen haben. Die echten Formel 3-Wagen auch Bremsleuchten, weil ein Formel 1-Wagen hat zum Beispiel keine. So ein Formel 1. Wie hoch das Teil geflogen ist. Halleluja. Formel 1-Wagen hat hinten halt nur so eine Leuchte, falls es regnet oder sonstiges, damit die Gegner hinten einen sehen. Aber eine Bremsleuchte ist das Ding da hinten normal bei denen nicht. So eine Warnleuchte. Ich weiß nicht, könnt ihr mir ja bitte mal in die Kommentare schreiben, haben Formel 3-Wagen richtige Bremsleuchten? Das ist bei Formel 1-Wagen nämlich nicht der Fall. Würde mich mal interessieren, ob das wirklich so ist. Jetzt nicht der Fall, sind die hier nämlich ein bisschen hergebogelt, diese Bremsleuchten. Die haben die Sicherheit dran, das ist mir klar, aber für Regen und sowas, aber nicht fürs Bremsen. Ja, und auch noch gegen die Wand vorgerückt. Oh Gott, viel zu weit raus. Egal, passt noch. Wow, na egal, fahren wir kurz über die Wiese. Hallöchen. Ich finde, ich fahre sehr vorbildlich. Ich krieg keine Kurve mit dem Wagen. Der hat einen Einschlag wie ein LKW. Sehe ich doch mal. 4 Sekunden Rückstand. Oha. Das kann aber werden. Aber hier komme ich wieder ran. So, auf der Rouge hoch, also die Rouge, und dann ist es bergaufstückig. Das ist doch gut. Werde ich auf jeden Fall miträumen können, aus erst recht, weil die beiden ersten beiden jetzt hier nicht unbedingt in der großen Wertung noch was mitmischen können. Wir werden hier höchstwahrscheinlich locker gewinnen. Ich kann jetzt, glaube ich, hier sogar bleiben und werden Erster, Zweiter. Das ist krass. Aber da ich großen Ehrgeiz habe, will ich trotzdem Erster werden, weil, naja, ich gönn's den anderen beiden da vorne nicht. Nein, nein, nicht in den Reifenstapel! Puh, lass das! Ja, die Rückspulen sind nicht nur für mich gedacht. Ich will einen Teamsieg, einen guten, und nicht, dass er sich komplett wegballert. So, jetzt hör auf, dich zu drehen. Danke. Danke. Ja, man kann nicht auch die Fehler vom Teamkollegen wieder rückgängig machen, das ist das Gute. Weil die KI ja immer wieder jedes Mal anders handelt und das ist auch das Gute. Mann, jetzt geh weg, du blöder Weißer. Nein! Weil wir wollen eigentlich einen guten Teamsieg und nicht, dass er sich da komplett in die Leitplanke verabschiedet, weil er wäre auf jeden Fall, hätten wir den Teamsieg nicht verabschieden können, glaube ich, in dem Moment. Zumindest den zweiten Platz für ihn in der Meisterschaft. Und das wäre mir doch ganz lieb, wenn er da keinen Schaden hat und auch die 64.000 mit nach Hause bringt. Erster wäre man nicht, habe ich das Gefühl. Das wird schwer. In der Formel 3 bin ich da echt nicht gut genug für. Schön, Tom, dass ich jetzt gerade mit dir alle aufhalte. Aber irgendwo muss ich auch hin. Und Lee Vaughn kämpft da schon wieder. Er hat den letzten schon überholt gehabt wieder. Muss er jetzt nicht auch nicht sein. Komm da dran. Der Erster wäre man nicht. Glückwunsch an Graham Watson, das war echt ein super. Also, den kam ich ja nicht mal an. Ja, nee, na, krass. Der hat sich gut abgesetzt direkt zum Start weg. Nicht Erster geworden, ne? Das lag schon so ein bisschen an meiner Ehre. Aber gut, nicht wirklich. Insgesamt haben wir ja trotzdem noch gar gewonnen, deswegen juckt mich das nicht. Ja, aber locker, er ist sogar auch locker Zweiter. Und so war von lockerer Teamsieg. Gut, dass wir den Schaden hat er trotzdem nicht bekommen, hätte die Karre sich trotzdem irgendwo demoliert. Der Depp. Euro-A-Lizenz ist in Reichweite. Wir sollten Europa jetzt nicht. Doch, werden wir. Unglaublich, du hast die 5-Millionen-Marke erreicht. Oh.
1,4 Millionen Einnahmen, what the? Leder, Alter, ja, Alter. Und Mintex. Alter muss unbedingt drauf, ey. Ich will unbedingt so eine Ghetto-Karre. So, Sponsoren. Alter, Mini-Performance. Dritter Position war das, ne? 11.000. Rico dritte. Irgendwie bringen die neuen mal gar nichts. In zweiter Position ohne Schäden. Das ist viel zu wenig. Die sind grundsätzlich viel zu wenig. Was bringen mir diese Sponsoren bitte? Gut, wir werden jetzt noch ein Rennen fahren. Und dann war es das aber auch erstmal für heute wieder. Weil nächstes Mal können wir nämlich dann theoretisch schon hier hoch. Da auch hoch und da auch hoch. Also, das ist schon ganz nett. So, Perform Profi Tuning, Falken Super Street. Strecken, oh Gott, Shibuya, okay. Was nehmen wir denn mal? Wir haben unseren Skyline. Oh, wir können auch mal die NSX mal nehmen. Die werden wir uns mal holen. 60.000 kostet die, können wir uns so direkt neu kaufen. Wir haben das Geld, ja, genau. Fahren wir doch mal mit der NSX, warum auch immer die Standardreifen drauf hat und nicht irgendwelche Rennreifen. Das wundert mich jetzt ein bisschen, aber na gut. Lassen wir es mal, ne? Lassen wir Standardreifen auf dem Auto drauf, kommt gut. Also nicht Standardreifen, sondern Standardfelgen. Standardreifen wird er höchstwahrscheinlich nicht drauf haben, wenn er Rennen fährt. Shibuya, nachts ist ja geil. Hier ist der Fahrer von der Pole-Position. Orientier dich an ihm. Top Secret ist sowas wie Raven West in Amerika, das ist echt so. Oh geil, als Ritter, das gefällt mir mal richtig gut. Eine Stadtstrecke im Dunkeln, ja, das kann was werden. Ich komme durch den Quark, toll. Ja, schön, dass man Plätze verloren zum Start. Yes! Nur 8 Fahrer? Achso, fahren hier so wenig mit. Okay, das ist ein bisschen schade. Okay, der Motorsound klingt ein bisschen dumpf bei dem. Hey Kollege, ich hänge an dir dran. Ja, lässt sich aber gut fahren. Den kriegt man sehr schön um die Kurve rum, muss man einfach mal so sagen. Ich finde erst recht das Nachtrennen. Also dafür ist das Spiel von 2008, das sehen die Nachtrennen hier wirklich geil aus. Also die Lichteffekte und sowas sind trotzdem schön. Ups! Also die Lichteffekte und sowas sehen trotzdem immer noch genial aus. Dafür, für das Alter des Spiels, muss man es einfach mal so sagen. Ich würde hier auch viel mehr Nachtrennen spielen. Das ist recht solche hier, wo man in so eine Skyline langfährt und so schön viele Lichter sind. Wird gemacht. Mit malaysischen Fahrer, genau. Boah, was ein schönes Infomanöver, erstmal voll abgeblockt, den Gegner. 5 Runden, Halleluja, was wollt ihr denn von mir? Na, Hallöchen, gehst du von meinem Heck weg. Tom, schnapp dir den mal bitte. Wow, wow. Viel zu nah an der Leitplanke lang, da ist mal die Aufnahme zerrissen. So, ab hier geht's weiter. Der Wagen ist schon mal wieder richtig schön demoliert, wie man das aber mittlerweile von meinen Rennen die kennt, aber hey, was soll's. Muss ich ja nicht zahlen. Ist auch so eine Sache, die mich so ein bisschen stört, dass man den Schaden nicht belächeln muss. Jetzt würde ich mir wünschen, dass du den zweiten damit reinbauen. Wenn du Schaden machst, musst du den auch später vom Rennbetrag abbelächeln. So, mal ein bisschen aufs Auto aufpassen. Ich krieg fest, hier letzte Rambo. Würde ich zumindest sagen, dass es passt. So. Okay, Lukas. Dein Wagen ist etwas verbeult, ist aber noch allzu schlimm. Oh, das war etwas eng. Ich werde hier nicht Erster. Ich krieg den nicht. So schnell bin ich hier nicht, ey. Wie soll denn so schnell mit Handbremsen, Bremsen und Lenken rumkommen, ey? Ich krieg das nicht geschissen. Wenn ich jetzt nicht wirklich Druck von hinten habe, aber ich komme auch einfach nach vorne nicht ran. Er setzt sich sehr gut ab, der Fahrer, heftig. So, vorletzte Runde. Gut gemacht, Lukas. Tolles Rennen. Deine persönliche Bestzeit. Boah, ich muss mich hier so konzentrieren, dass ich dieses ganze Flackern und so weiter. Das geht einmal auf den Kirre. Hier sind zu viele Lichter, als dass man sich irgendwie aufs Auto konzentrieren könnte oder aufs Fahren, ey. Na, Kopf schon. So.
schon wieder die Aufhängung beschädigt. Das gibt's ja nicht, wie schnell diese Karre einen Schaden an der Lenkung bekommt. Ey, das ist ja nicht normal. So, letztes Mal zurückspulen. Und jetzt noch durchhalten, die letzte Runde mit damit. Nein! Ah ja, okay, das hat sich gerade erledigt. Ich bin kein Schaden. Scheiße. 64.000, die wir nicht bekommen werden in dem Rennen. Das ist super. Das ist gut, jetzt halt das bitte, dann ist alles in Ordnung. Mein Sieg werde ich hier in dem Rennen nicht rausfahren können, das geht nicht, ich krieg's nicht geschissen. Das da vor uns ist Miyazuki Yamaguchi. Wenn der nette Herr keinen Unfall mehr baut, ist er nicht durch, locker. Ich komm nicht rum gerade, so. Hab ich nicht mal annähernd eine Chance, irgendwas zu machen. Ne, das hat er gewonnen, aber sowas von locker, Glückwunsch. Boah. Paxi hat gewonnen, okay. So, dann wollen wir mal gucken. Team führen wir gerade mit 6 Punkten Vorsprung, das ist schon mal okay. Da kriege ich einen Hauptsponsor. Ich hoffe, Tom kriegt den, aber das bezweifle ich auch, ne? Ne, er kriegt ihn sogar. Ui. Nett, nett. Dann wollen wir mal ein zweites Rennen. 3 gibt's, ey, wenn die alle so lang sind, also beziehungsweise von den Runden her, dann krieg ich einen an der Waffe. Okay. Er ist vor mir, toll. Doch, als Dritter, warum kann ich davon nicht bitte stehen? Das wäre viel lieber als die 10. Bei Stadt drin ist das unangenehm. Das dann auf jeden Fall irgendwie Shepard wird, weil ich komme sonst hier nicht durch. Ich muss vor dem landen, das ist schon mal wichtig. Ist er jetzt schon auf 8 vorgefahren? Na. So. Nein, hier durch. Komm, komm, rum. Danke. Genial, Kollege. Ich führe das Feld. Nein, ey, das ist doch ein Witz, oder? Ich hab mal abzulassen und von der Bremse zu gehen. Nein, wir bleiben die ganze Zeit vor ihm und hinter ihm und drehen ihn irgendwann. Arschloch. Scheiß Supra-Fahrer, ey. Fühlt sich auch cool damit, ey. Scheiß Riesenspoiler. Minderwertigkeitskomplexe hat hier jemand. Hätten wir im Skyline antreten müssen, hätte es von jedem Auto hier jetzt ein Team gegeben, aber schade, naja, gut. Geht's halt zwei NSX-Teams, was soll's. So, zweite Runde. Hast du selbst Strecke nur rückwärts, ne? Okay. Und schön ist, dass solche Kurven jetzt da bergab leichter zu fahren sind, meiner Meinung nach. Ach, hallo. Wenn man dadurch schneller in Drift gerät. So, so kannst du ruhig bleiben, gefällt mir. Ja, da will ich doch gar nicht hin, das reicht mir so, weil ich bin ja insgesamt so locker Erster in der Meisterschaft. Obwohl, ey, wär wir punktgleich, ne? Oh, das gefällt mir doch nicht so gut. Also, er und ich wären punktgleich, das meine ich. Ich hab dich im Rückspiegel, Koppel. Bin direkt vor dir. Müssen wir doch nochmal ändern. Wir müssen mal kurz die Reihenfolge ändern, Tom. Komm mal her. Ich muss da mal ganz kurz was regeln. Mein Lack freut sich aber auch rundum von diesem Rennen. Es ist immer Kratzer und Beulen ohne Ende drin. Zum Glück ist es ja eben optisch-technisch, also es hat doch keine irgendwie Auswirkungen aufs Fahrverhalten, ist schon mal gut. Aber wir setzen uns gerade echt ab als Team, Halleluja. Ah. So, jetzt geht's gleich schon in die vorletzte Runde. Ich bin an Tom jetzt so ein bisschen dran. Hier war ein schönes Team mit Henry Stelle jetzt hier zum Schluss. Shit, das war zu weit raus. Achtung, das da vorne ist ein Team.
Ja, ich fahre ja auch gerade so auf letzter Rinne, dass da nichts passiert. Boah, das gibt's nicht, ey. Das ist. Wir konnten uns hier gegenseitig dauerhaft aus. Boah. Das wird nichts wieder überholen. Wenn ich da irgendwie vorbei will, dann muss ich mich vorbei drücken und das will ich ungern. Ich kann nicht anderthalb Runden so jetzt noch so fahren, ey. Da, irgendwann gibt's einen Crash, weil ich einfach zu übermotiviert bin, dauerhaft. Nein, Tom, danke. Gut, dass er auf die Bremse gegangen ist. Das hat nämlich geknallt. Wow, das war aber gerade noch, sind die Piloten alle mitgerissen. Nein, Tom, lass es. Nein, Tom, geh weg. Ich will da wirklich nicht die Karre demolieren. Das mache ich schon alleine. Aber wir haben echt gar keine Gegner. Schon mal aufgefallen, er fällt ja gar keiner mehr. Wir können kämpfen und kämpfen, wie wir wollen. Da kommt keiner ran. So, noch eine Kurve, dann haben wir das durch hier, Tom. Und einen schönen guten Teamsieg reingeholt. So läuft das. So degradiert man das ganze Fahrerfeld. Und der nette Typ, der gerade Erster war, ist Siebter geworden. Also nicht mal an der letzte Gefahr für den Titel jetzt hier in der Meisterschaft. Heftig. Heftig. Ja. Für beide jetzt mit guten Doppelführung und super Punkte insgesamt. Letzte Rennen sind einfach noch Abfahrt. Haben wir gewonnen schon. Das ist so gut wie durch. Naja, Favorit. Ich kenne das Wort schon gar nicht mehr. 8 Runden. Was geht mit euch? Also, habt ihr irgendeinen Dachschaden oder? Ey, Jungs. Boah, krieg ich ja gleich einen Komplettrappel hier. Mit 8 Minuten epische Musik, dass wir sehen, dass wir so lange Dauerschleife hinkriegen. Genau hinter dir, Kumpel. Ach, er ist hinter mir. Okay, das ist nicht gut. Ah, hallo. Hallo. Oh, scheiß Supra. Na, toll. Da hat mich schön in die Wand geschubst. Warum hat mich das nicht gewundert? So, ich mache das so lange, bis er ins Schleudern gerät. Weil das hätte ich schon gerne, dass er da irgendwie sich wegdreht, habe ich kein Problem mit. Und da dreht er sich gut. Ich muss nämlich jetzt nur ausweichen. Ja, ich hätte zwar keinen Schaden gehabt, als ich gegen mir reingerutscht bin, aber als ich danach in die Wand gefahren bin, hat es mir den Motor zersammelt. Gut, ausweichen. Der war gerade im ersten Rennen Erster, ich glaub's kaum, ey. Wir hatten das bitte erreicht. Das da vorne ist Shiro Aikaba. Das ist ein Teamkollege, auch nicht gut. Das ganze Pixie-Team ist irgendwie schlecht. Im Moment ist Top Secret Force. Ah ja, sollen sie machen, was bringt ihnen das hier? Teamwertung nix. Die Kollege regelt das schon, da holte sich gleich. Okay, die Strecke ist echt kurz, also geht das schon mit den 8 Runden klar. Nein! Boah, ja, genau, ey. Wo rutschen die mittlerweile alle so, dass sich dagegen knallt? Der Supra hat sich aber fix so gedreht, dass er genau in meinem Winkel vor mir stand. Aber na gut, was soll's. Ah, fuck. Das war deutlich zu eng die Kurve genommen. Das hätte auch sehr schnell einen Totalschaden enden können, der Unfall, weil der war echt brutal auf Kante des Reifens geknallt. Und schön. Entschuldigung, Tom, das wollte ich nicht. Hallo Hund. So.
Ist Tom auch dran? Nee, Tom ist weg, ne? Nee, Tom ist doch dran. Gut, ich dachte schon. Boah, die beiden Top-Sequenten deshalb stören mich hier gerade ein bisschen, weil die extrem viel rumschleudern. Ah nee, Tom ist überhaupt nicht mehr dran, ne? Scheiße. Hoppala. Dankeschön. Ist schon schön, wenn Toms Dritter, Zweiter dabei ist, schon viel los. Auf dem Platz wird das aktuell nicht erreichen, glaube ich. Ein Teamsieg ist, denke ich mal, nicht gefährlich. Das sollte man trotzdem hinkriegen. So, das kann ich mich wieder schön absetzen hier. Die Führung kann ich jetzt aber so mal von locker ausbauen. Vorletzte Runde und weiter geht's. Es lässt sich echt gut fahren. Also die ist für Stadtstrecken wirklich super geeignet. Die kommt schön mehr weg, wenn man so braucht. Deswegen, das geht schon klar. Okay, selbst da wird er noch behalten. Ich weiß nicht, wo er gerade rumfährt, ist das Problem. Fünfte oder sowas würde ich ihn schätzen. Aber Sechster kann auch sein. Und man muss sagen, die NSX, wenn sie einmal vorne ist, kannst du damit wirklich super das Rennen dominieren. Nur im Fahrerfeld musst du erstmal durchkannst, recht auf so Stadtstrecken ist ja schwer. Aber sonst danach kannst du sonst echt hier aufbauen. Diese 5 Sekunden habe ich jetzt rausgeholt, immer für 2 Runden. Wo ist er jetzt gelandet? Ah, 6 habe ich gesagt, aber insgesamt dürfte er echt doch erste sein sogar. Ich weiß, den Punkt Vorsprung nicht zum dritten war, das ist das Problem. Vier Punkte hat er immer noch gehabt, nicht schlecht. Und Team sind immer wieder locker, ist insgesamt Sieger, schön. Oha, der hat... Aber mal richtig schön alles durchgehauen. Heftig. Oh. Guck meine an. Gut gemacht, Lukas. Du hast dir die JSP Super One Lizenz geholt. Du kannst jetzt an japanischen Spitzenwettkämpfen teilnehmen. Na, wie geil ist das denn bitte? Gut gemacht, Lukas. Hervorragende Fahrleistung. Das gibt eine ordentliche Finanzspritze fürs Kunden. Rock Royal, was haben wir noch? Power Flags und Falcon Tires. Wir arbeiten uns in der Rennszene immer weiter nach oben. Aber wenn wir international wirklich mithalten wollen, müssen wir Nägel mit Köpfen machen. Wir haben bereits unsere Werkstatt zu einer Weltklasseanlage aufgerüstet. Jetzt liegt es an dir, auf der Rennstrecke das Übrige zu tun. Aber ich will dich nicht unter Druck setzen. Neue Werkstatt. Geile Sache. So, dass er mal nicht schick aussieht, würde ich mal sagen. Doch, das nur so muss ein guter Rennstall aussehen. Internationale Rennliga. J-Speed Super One. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, haben wir jetzt hier die J-Speed Super One gemacht. Da gibt es eben 3 Meisterschaften, die auch hier. Und die internationale Liga, wo international global gefahren wird. Aber wir werden jetzt noch die Dinger hier wieder komplett noch durchfahren. Also haben wir jetzt hier allein insgesamt noch 4, 8, 12 Rennen vor uns. Also 12 Meisterschaften, wo gemerkt, das sind mehr als nur 4 Rennen. Und gucken mal ganz kurz, nee, wegen den Sponsoren mache ich nächstes Mal nicht, dass wir es wieder vergessen, weil wenn die eh wieder entfernen, das bringt uns ja gar nichts. Und ich sag mal, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch freuen. Ich bin Blumf, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ne? Ciao!